Hallo und herzlich willkommen hier bei 0815 TV. Wow, wir spielen heute... Kann gut sein, ne? Kann sein, ne? Wir spielen heute ein Game, es nennt sich Survarium, keine Ahnung. Und ja, das ist ein Shooter-Game. Ohne, da stand unten gerade, ich glaube sogar ein Ego-Shooter, ich weiß aber nicht. Ich bin mega schlecht in Shootern, aber das werden wir auch gleich sehen. Da unten stand gerade, dass wir unsere E-Mail-Adresse bestätigen sollen. Das machen wir und wir sehen uns gleich wieder. So, E-Mail bestätigt, alles in Ordnung. Und wir suchen uns jetzt mal einen sweeten Character aus. Ich gehe einfach fortsetzen. Hi, liebe Scheiße. Das Englisch hat gar nicht lesen. X. Wow. Hey, die Fratze ist hässlich. Ich gucke jetzt hier mal alle durch. Oh, der sieht aus wie Hello. So... Na, egal. Da muss ich mit der Charakterauswahl schon ein bisschen Zeit lassen. Kann man das hier nicht irgendwie individuell anpassen? Oder ihn? Ich glaube, ich nehme ihn. Das sieht ganz nice aus. Weiter. Alles klar. Was willst du denn großartig anpassen? Kannst du seine Fratze anpassen? Was ist das? Ein Scavenger? Oder was auch immer das? Ich glaube, ich nehme die Army ganz hinten. Rechts. Schwere Panzerung, schwere Maschinengewehre. Artefakte nicht verwenden. In der Tat. Hohe Mobilität. Information. Schutz gegen Anomalien. Artefakte verwenden. Niedrige Mobilität. Schutz gegen Anomalien. Was ist das für eine Übersetzung hier steht? Ich nehme die Army, okay. Schwere Panzerung. Gefällt mir. Beitreten. Bereit. Treasures of the world. Willkommen. They say they are stashes left for the days before the attack of the forest. Guys, get on Bäume. They may contain valuable items. Join the battle and find them. To battle. To the battle? Gehen wir zu battle? Bei mir stand gerade willkommen und so nicht so vielen Dank. Gegner gefunden. Kampf beginnt in 16, 14, 13, 12. Soll ich auf Fertig umgehen? Die Welt hat sich durch eine Umweltkatastrophe in eine extrem lebensfeindlichen Ort verwandelt. Ich helfe. Weg. Nice. Bist du im Survarium-Auswahl-Dingen da, wo du jetzt so eine Welt siehst irgendwie? Und unten drunter steht dann Forschung. Ja, da ist ein Ladebalken gerade. Ja, der läuft gerade durch. Leute, wir haben keine Ahnung, was wir hier machen. Okay. Kannst du schießen? Weil wir letzten noch. Ach, drehe das Mausrad oder verwende die Zahlen auf der Tastatur, um das Profil Ausrüstung und Waffen zu ändern. Ja, das Tutorial ist mit dem Spiel sofort drin im richtigen Battle. Rampage 228? Wo bist du? Bist du überhaupt da? Wir sind im gegnerischen Team. Jetzt habe ich straight Ping von 88, 90, 88 und aber okay. Konstant mindestens 70 FPS. Okay. Wenn du Tab drückst, siehst du, dass wir im gegnerischen Team sind. Ach du heilige Scheiße. Yo! Okay, so kann man schleichen, so kann man rennen und so kann man springen. Und wie schießt man? Vielleicht mit der linken Maustaste? kann man irgendwie zoomen mit der Waffe? Nein. Ah, doch. Rechtsklick. Heilige Scheiße! Alter, ich hab einen gemordet! Alter, ich glaub's nicht! Alter, ich hab einen fucking geilen Run, Alter. Sag mal, sehen die mich alle nicht, oder? What the fuck? Ich spiel einen Shooter. Ich hasse Shooter, also weil ich nicht spielen kann. Also ich kann keine Shooter spielen, weil ich dumm bin. Definitiv. In der Tat. Du bist noch am Leben, ne? Ja, du weißt nicht, wie es geht, aber tötest mich, ne? Ich hab dich getötet. Du hast mich getötet. Ich hab dich getötet. Ach, jetzt zeig dir erstmal an, wie man zielt. Ich weiß jetzt nicht, wie es scheint. Hä? Wir zielen ja mit Rechtsklick. Ja? Warte, hier drüben ist irgendwas. Ach, oh. Das ist Radioaktivität. Ich sollte vielleicht nicht hingehen. Kann man sich irgendwie... Sie? Wer warst du? Dolbito normal no. Automatische Wiederbelebung mache ich einfach mal an. Hab ich auch an. Alter, ich bin gerade in so einem Ding gespawnt. Kann man hier nicht kann ich nicht hier mit Escape? Die Option. Einladung von Freunden annehmen.
nur von Freunden annehmen. Nachrichten einschalten, Controller, Mausempfindlichkeit erstmal ein bisschen hochstellen. Langweilig. Die Map gefällt mir gerade hier so, die Chemie. Die Map ist, das Design von der Map, oh ja, jetzt geht's. Das ist ja eigentlich ein Beta-Shooter halt so, ne? Ist der in meinem Team oder was ist der? Ne, fall mich gerade auch. Ich hab jemand anderes, der ist in meinem Team. Ich habe einen Verbündeten angegriffen. GG! Ich glaube, er war nicht in meinem Team. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, worauf ich achten muss. Warte, hier sind irgendwelche Stützpunkte. Ja, die Stützpunkte sind, die müssen wir irgendwie einnehmen. Ich schalte gerade erstmal meine Grafikeinstellung hoch. Kann man sich irgendwie regenerieren? Doch, man regeneriert. Cool. Bei mir. Ich glaube, der ist Verbündeter. Den lasse ich mal. In der Tat. Ich glaube, ich sollte vielleicht. Wo rennt er hin? Wo rennt er hin? Wo rennt er? Wow. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Wer war das? Justice 19. Automatische Wiederbelebung. Kann man irgendwie das hier. Ach, keine Ahnung. Scheiß doch die Wand an. Kinder. So, ich denke mal, das sind hier alles Verbündete. Woran sieht man Verbündete? Sind das die Dinger mit dem Kreuz durch, oder was? Ach, da vorne ist wieder diese Anomalie. Ah, cool. Du kennst dich hier voll schon aus in den Spielen, ne? Ja, diese Anomalien, das ist dieses grüne oder manchmal gelbe, wo du reinlaufst, wenn es piept. Das ist eine Anomalie. Was ist das hier? Oh nein, fuck! Ich hab nur 25%. Wollte ich ein Messer halt oder was? Warte mal. Oh. Scheiß Anomalien, Alter. Oh, das war ein Verbündeter. Ich schieße auch noch drauf. Hab ich nie gemacht. Was muss man jetzt hier machen? Kann man hier irgendwie auf den gegnerischen Stützpunkt einnehmen? Oder generell Stützpunkte? Also hier dreht sich gerade irgend so ein Teil, aber ich glaube, das ist nicht unser Stützpunkt. Also ich habe noch nie so einen Shooter gespielt, deswegen ist gerade jetzt so mein First Time. Kann man dieses Wasser? Das ist kein Wasser, das ist ein glibberer Scheiß. C, Stützpunkt C wird gerade eingenommen. Ja, C war ich dabei einzunehmen, Lars. Wir haben es herausgefunden. Was ist denn Stützpunkt C? Ist das sind die Stützpunkte, die du annehmen musst, aber ihr habt jetzt sowieso gewonnen. Warum? Ihr habt 99%. 100%. Sieg, Ihre Mannschaft hat die Forschung der Anomalienaktivitäten. Ende. Ich würde sagen, wir haben was Rubbellos, Alter. Geheimversteck plündern. Alter! Okay, eine Schutzausrüstung habe ich. Okay, da kann man wahrscheinlich jetzt alle nicht mehr öffnen. Matchresultate. Mr. Hitcher. Oh, ich bin wenigstens nicht letzter geworden, Kinder. Ich auch nicht. Wenigstens nicht letzter. Aber du wärst, wenn du in meinem Team wärst, wärst du ein über mir. Ja. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einen Verbündeten getötet habe, weil ich habe keine Ahnung, wie man erkennt, wer hier Verbündeter ist und wer hier. Hey, klar kann man das erkennen. Diejenigen mit dem Pfeilen um drüber sind Verbündete, die anderen nicht. So, ich würde aber sagen, Gegenstände. Privatjacke. Ach, die ist unheimlich stylisch. Ah, Munition anzeigen? Kann ich überhaupt noch irgendwas anklicken gerade? Ich würde sagen, das war's, oder? Hat sich mein Spiel aufgehangen? Oder ich kann nämlich nichts mehr anklicken. Ja, Leute, das war's hier. Eine schnelle, schicke Runde von Blazevarium. Ihr findet wieder alles Wichtige, wo ihr das Spiel kaufen könnt. Also, das ist eigentlich nicht zum Kaufen, das ist eigentlich nur zum Runterladen. Das ist ein kostenloser Shooter. Findet ihr alles unten in der Description. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal endlich irgendwas, was hier unsere Hardcore-Fans mal sehen wollten. Und deswegen spielen wir das jetzt. Und
Wahrscheinlich wird dann auch noch eine andere Folge irgendwann mal rauskommen, wenn ich dieses Spiel mal begreifen könnte. Alles klar, wir sehen uns. Tschüss. Ja. Tschüss.